Hey Leute, willkommen hier auf meinem Beauty-Kanal. Die liebe Mrs. Bella hat vor ein paar Jahren schon eine Videoidee gehabt, nämlich hat sie aus jeder Kategorie nur ein Produkt ausgewählt. Und ich glaube, das ist eine ziemlich coole Idee, denn sowas habe ich selber auch noch nicht gemacht. Also ich gehe jede Kategorie durch und zeige euch mein liebstes Produkt. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, ich habe jetzt mit den ganzen Produkten auch ein Make-up kreiert, damit ihr auch sehen könnt, wie diese ganzen Produkte dann auch aufgetragen aussehen. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Primer. Da ist mir die Wahl ehrlich gesagt nicht so schwer gefallen, denn ich habe einen Favoriten, der mich schon lange, lange Zeit jetzt begleitet. Und zwar von Smashbox, der Photo Finish Primerizer. Ja, weswegen ich diesen Primer so gern mag, ist einfach, weil ich eine sehr trockene Haut habe und der einfach Feuchtigkeit spendet. Also ich komme mittlerweile mit so Silikonprimer nicht mehr gut zurecht, weil ich wirklich was Feuchtigkeitsspendendes brauche und ich habe das Gefühl, immer wenn ich dieses hier aufgebe, dann sieht die Foundation drüber einfach viel, viel schöner aus. Es pflegt nicht nur super gut, bietet dadurch eine gute Grundlage, schuppige Stellen werden so ein bisschen ausgeglichen. Noch dazu gibt es einen schönen Glow, das heißt, wenn die Foundation ein bisschen matter ist, wirkt sie dadurch nicht so voll flach, sondern ja, da sieht man noch so ein schönes Strahlen durch. Sie hat auch so eine ganz leichte, klebrige Konsistenz und ich finde auch, dass dadurch die Foundation einfach besser auf der Haut sitzt. Also es sieht einfach ebenmäßiger aus, gleichmäßiger aus und hält teilweise auch wesentlich länger. Jetzt nicht unbedingt bei jeder Foundation, also den Effekt konnte ich jetzt nicht bei jeder Foundation feststellen, aber wie gesagt, in Kombination mit meiner Lieblingsfoundation war das einfach absolut perfekt. Dann kommen wir jetzt zur Foundation und da musste ich tatsächlich auch nicht so lange überlegen. Ich habe zwar mehrere, die mir ganz gut gefallen, aber eine, die sticht einfach so ein bisschen heraus. Und zwar ist die Estee Lauder Double Wear Foundation. Ja, lustigerweise hat mich die nicht von Anfang an so überzeugt. Ich musste dann ein bisschen herausfinden, wie ich sie kombinieren soll. Und mir gefällt sie tatsächlich nur in Kombination mit einer feuchtigkeitsspendenden Base drunter. Also wenn ich die ohne Base auftrage, sieht sie nicht so schön aus, muss ich zugeben, auf meiner Haut. Also ich brauche auf jeden Fall was Feuchtigkeitsspendendes, deswegen der Smashbox Primerizer. Diese Foundation ist vom Finish her eher matt, weswegen ich sie dann eben mit dem Smashbox Primerizer kombiniere. Dadurch wirkt sie nicht mehr ganz so flach und ganz so matt. Durch diesen Primer wirkt es so ganz, ganz leicht glowy, beziehungsweise wirkt einfach natürlicher. Die trage ich immer mit einem Beauty Blender auf, würde ich auch empfehlen, weil es mit einem Beauty Blender wesentlich natürlicher aussieht. Also wenn man auch zu viel Produkt nimmt, kann es sein, dass es dann so ein bisschen maskenhaft wirkt. Also ich würde eher eine dünnere Schicht auftragen und dann stellenweise ein bisschen aufbauen. Also ich kann sie wirklich super aufbauen, wirklich auch an den Stellen, wo ich sehr starke Pickel habe. Und sie hat wirklich auch eine gute Deckkraft. Also auch bei einer unreinen Haut finde ich, dass ich das sehr, sehr gut auftragen kann, ohne dass es sich wahnsinnig absetzt oder komisch betont wird. Also bei der sieht meine Haut wirklich so ebenmäßig aus, wie es eben nur geht, unter solchen Umständen eben. Und sie hält den ganzen Tag. Da kann man sich wirklich drauf verlassen, dass sie wirklich eine lange, lange Stundenanzahl wirklich top aussieht, ohne dass sie verschwimmt, verschmilzt oder sonst irgendwas. Also das ist wirklich meine Nummer 1. Ja, concealer-technisch habe ich einen aktuellen Favoriten und zwar von Catrice, den One Drop Coverage Weightless Concealer. Den mag ich wirklich sehr, sehr gern, weil er mit einer trockenen Augenpartie super schön aussieht. Er ist so ein bisschen Feuchtigkeit spendend. Also kennt ihr diese Concealer, die so ein bisschen pastenmäßig sind, so dick sind und dadurch wirkt es manchmal so ein bisschen krustig und uneben. Und dadurch, dass der auch so ein bisschen flüssiger ist, ja, sitzt der einfach viel schöner auf einer trockenen Haut. Auf jeden Fall hat der wirklich auch eine gute Deckkraft. Man braucht wirklich auch sehr, sehr wenig davon. Also ist wirklich so super ergiebig. Und wenn man auch den Preis auch beachtet, also das ist wirklich für diesen Preis ein absolut geiles Ergebnis und eine geile Leistung. Und deswegen ist es aktuell meine Nummer 1, was Concealer angeht.
Ja, dann kommen wir zur Kategorie Pudern. Und zum Setten meines Concealers verwende ich von RCMA das No Color Powder. Denn ich finde, dass es super mit einer trockenen Haut funktioniert, ohne dass es krustig wirkt. Im Gegenteil, das hat so einen schönen Weichzeichner-Effekt und der Concealer sitzt wirklich sehr, sehr lange und rutscht nicht in die Fältchen, also zumindest bei mir nicht. Ich habe jetzt auch noch nicht so krasse Falten, fragt mich vielleicht in 10 Jahren nochmal. Bin ich damit wirklich sehr, sehr zufrieden und das hinterlässt jetzt auch nicht so einen krassen weißen Schleier wie viele andere weiße Puder. Und ja, ich finde das Ergebnis einfach super, super schön. Ja, und als Gesichtspuder sozusagen verwende ich von MAC das Studio Fix Powder. Das ist sozusagen mein Favorit aus dieser Kategorie. Ich habe damit so, so gute Erfahrungen gemacht und das ist ein gefärbtes Puder, also das ist nicht transparent. Aber das ist mir zum Beispiel auch mit meiner unreinen Haut sehr, sehr wichtig. Mittlerweile ist meine Haut ein bisschen besser geworden, aber es gibt einfach noch eine zusätzliche Deckkraft. Also ich gebe meistens dann so ein bisschen weniger Foundation auf, dann gehe ich mit diesem Puder nochmal drüber zum Setten und ja, so restliche Rötungen werden damit noch super abgedeckt. Und wenn es ganz, ganz schlimm ist, nehme ich mir hier so einen Concealer-Buffer, gehe hier in dieses Puder rein und dann setze ich das Puder gezielt auf diese Unreinheiten und dann sind sie wirklich perfekt abgedeckt. Es hält auch super, super gut. Also in Kombination mit meiner Foundation, mit dem Smashbox Primerizer und mit dem Puder, das hält wirklich bombenfest die ganze Nacht so ungefähr. Also mit dem habe ich wirklich super Erfahrungen gemacht. Es ist zwar ein mattierendes Puder, aber trotzdem funktioniert es mit meiner trockenen Haut sehr, sehr gut, ohne dass es sich absetzt, ohne dass es schuppige Stellen wahnsinnig betont oder so. Also ich finde dieses Puder einfach 1A. Ja, kommen wir zur Kategorie Blush. Und da muss ich sagen, ist mir das sehr, sehr schwer gefallen, denn ich habe einige Blushes, die mir sehr gut gefallen. Da gucke ich meistens, ja, wie sieht mein Make-up aus, auf was habe ich heute Bock. Also ich habe wirklich mehrere Produkte, die mir sehr, sehr gut gefallen. Und zwar von Essence den Matte Touch Blush in der Farbe 60 Cherry Me Up. Das ist so, so günstig. Aber die Leistung ist einfach der Wahnsinn. Ich finde, es ist so eine Universalfarbe, wenn man so sagen kann. Ich finde, dass dieser Blush eigentlich zu allen möglichen Looks passt. Also egal, was ich schminke, dieser Blush passt einfach immer dazu. Genauso wie heute, weil er einfach so eine Kombi aus Rosé, Korall ist. Es macht so die Wangen so ein bisschen frischer. Und ja, das ist wirklich ein Blush für alle Looks sozusagen. Sehr, sehr gut pigmentiert, man braucht nur sehr wenig. Und lässt sich super schön verblenden auch und er sieht einfach schön aus, frisch aus und das ist so rundum einfach ein perfekter Blush, würde ich sagen. Kommen wir zur Kategorie Bronzer und da muss ich sagen, hatte ich 3 Produkte, die mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, dass es viele jetzt nicht überraschen wird, dass ich mich jetzt für diesen hier entschieden habe. Und zwar von Makeup Revolution, der Ultra Bronze Bronzer. Wahrscheinlich werden viele jetzt schon fast einen Anfall bekommen, weil ich dieses Produkt schon 1 Trilliarden Mal gezeigt habe. Aber es ist halt einfach ein absolut geiler Bronzer. Ich weiß nicht, es ist einfach so geil. Ja, ihr seht, wie groß die Verpackung ist. Man bekommt hier wirklich 15 Gramm. Es ist wirklich so viel Produkt für dieses Geld und da kommt man wirklich auch ewig damit aus, glaube ich. Aber ich habe zum Beispiel auch den Hoola Bronzer von Benefit. Den finde ich auch so, so super schön. Aber wenn ich jetzt so entscheiden müsste, welchen würde ich tatsächlich nehmen, wenn ich nur einen nehmen könnte, würde ich einfach den nehmen, weil er A, günstiger ist und weil er mindestens eine genauso gute Leistung bringt wie der von Benefit. Also der kann wirklich mit dem Hoola Bronzer extrem gut mithalten, was die Qualität angeht. Die Pigmentierung ist schön, es ist nicht zu krass hochpigmentiert, aber es ist auch nicht zu soft. Also man kann es super schön aufbauen, super schön verblenden und es ist einfach so weich von der Konsistenz. Es ist eine perfekte Farbe, finde ich, für helle Hauttypen. Und das ist einfach ein so schöner Bronzer. Ich liebe ihn einfach. Ja, kommen wir zum Highlighter. Und da ist mir die Wahl auch sehr schwer gefallen, muss ich sagen. Denn da gucke ich auch immer, auf was ich gerade Lust habe oder wie mein Look aussieht. Ich habe mehrere Highlighter, die mir gut gefallen. Aber ich habe mich jetzt für einen entschieden, den ich einfach am häufigsten verwende tatsächlich. Und zwar von Benefit, der Dandelion Twinkle, ich hoffe, man spricht das so aus, Highlighter. Und ich habe hier die Mini-Version
Und das ist ein, ja, so ein rosé-goldfarbener Highlighter, ja, den trage ich heute, beziehungsweise der ist auch so leicht silbrig, also so eine schöne Mischung aus Rosé, Silber, aber nicht zu Silber, wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall liebe ich den auch besonders für den Alltag, aber auch für abends. Ich kombiniere den total unterschiedlich. Der ist einfach so, so schön, weil er nicht zu krass bam in your face ist. Also ich mag solche Highlighter auch, aber manchmal finde ich das fast ein bisschen too much. Aber es ist jetzt auch nicht zu wenig. Also ich finde gerade so ein schöner Schimmer sieht einfach total edel aus. Und sowas kann man sowohl tagsüber als auch abends tragen. Warum ich auch den gerade so schön finde, ist zum einen natürlich die Farbe. Also ich finde, solche Farben passen zu meiner Haut wirklich sehr, sehr gut. Und weil er nicht zu krasse Glitzerpartikel drin hat. Also ich mag diese Highlighter mit diesen krassen Glitzerpartikeln generell nicht. Wenn so ein bisschen Glitzer drin ist, ist es in Ordnung, aber zu krass finde ich es jetzt nicht so schön. Auf jeden Fall finde ich, dass der mehr schimmert. Besonders eben mit meiner strukturierten Haut ist es halt sehr gefährlich, wenn man einen zu krassen Highlighter nimmt, dann, ich meine, da schreie ich die Leute förmlich an, dass sie meine Pickel ansehen, so ungefähr. Auf jeden Fall finde ich, dass der einfach das nicht so krass betont. Also der betont diese Hautstruktur nicht so krass. Man sieht die Poren nicht so extrem wie bei anderen Highlightern. Der lässt sich super schön auftragen, super schön verblenden. Und wie gesagt, der schimmert mehr, als dass er glitzert. Also er hat schon kleine Glitzerpartikel drin, wenn man genau hinschaut. Aber so generell finde ich, dass er super, super schön schimmert. Ja, kommen wir zur Kategorie Lidschatten. Und da ist mir die Wahl tatsächlich auch überhaupt nicht schwer gefallen, obwohl ich wirklich so viele wunderschöne Paletten habe. Aber eine, die hat es mir einfach angetan von der ersten Sekunde an. Und zwar von Huda Beauty die New Nude Palette. Ich liebe diese Palette einfach. Zum einen dieses Farbspektrum, das ist natürlich genau mein Ding. Man sieht euch die Aufmachung an, sieht euch die Farben an. Ich finde, das ist so besonders, so speziell. Vor allen Dingen diese Schimmertöne hier, die sehen einfach so unfassbar schön aus, besonders auch auf dem Lid. Ich finde das einfach so, so toll. Man kann so, so super verschiedene Looks damit schminken. Ich habe schon ganz viel damit gemacht. Von einem ganz, ganz soften Alltags-Make-up mit diesen Farben hier bis zu einem sehr, sehr schicken, auffälligen Abend-Make-up. Ja, qualitativ kann ich wirklich auch nur Positives sagen, abgesehen jetzt von den Farben her. Die sind super weich, die matten Töne lassen sich super verblenden, super auftragen, haben wirklich von Anfang an schon eine gute Pigmentierung. Man kann sie aber trotzdem noch weiterhin verdunkeln und aufbauen. Die Schimmertöne sind so schön butterig, wenn man da mit dem Finger drüber geht. Also es sieht einfach so schön aus. Die Qualität ist 1A, es sieht null fleckig aus. Aus der Kategorie Mascara musste ich auch nicht lange überlegen. Da habe ich mir ausgesucht von Maybelline die Lash Sensational Mascara. Die finde ich einfach so toll, weil sie meine sehr kurzen, hässlichen Wimpern trotzdem schön wirken lässt. Also sie macht die Wimpern jetzt nicht nur ein bisschen dichter, sondern länger. Trennt sie auch gut, also alles, was ich von einer Mascara erwarte. Viele Mascaras sind so, dass sie zwar verlängern, aber nicht dichter wirken lassen. Dadurch sieht es manchmal bei mir so aus, als hätte ich so Spinnenbeine. Das finde ich gar nicht schön. Und dadurch, dass dieses Bürstchen auch so toll ist, das zeige ich euch gleich auch, trennt es einfach die Wimpern wahnsinnig gut. Dadurch wirkt es einfach so, als hätte ich mehr Wimpern. Ja, und dieses Bürstchen ist einfach so das perfekte Tool, würde ich sagen. Also ich finde, dass keine andere Mascara mit der mithalten kann, was es angeht. Wie ihr sehen könnt, das ist so ein bisschen geschwungen und ich finde, dass es einfach die perfekte Form für Mascara ist, einfach weil das Auge ja auch nicht gerade ist, sondern gebogen und dadurch kommt man wirklich an die Wurzel ran und man kann die Wurzel verdichten sozusagen, weil viele Mascaras sind einfach so dick, dass man einfach nicht mal richtig ans Auge rankommt und man batzt sich schon alles voll, weil das Ding einfach zu groß ist und das finde ich total unpraktisch manchmal. Und es hat wirklich so ganz, ganz viele kleine Zacken, ist eine Gummibürste, man kommt wirklich an die unterste Wimper ran, hält auch wirklich den ganzen Tag, ohne dass sie bei mir hier oben abfärbt, weil das Problem habe ich nämlich auch oft, dass die einfach zu feucht ist. Aber das ist wirklich meine Nummer 1, was Mascara angeht. Ein Lippenstift, der mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, sage ich mal, könnt ihr vielleicht auch schon erraten, von BH Cosmetics.
der Matte Liquid Lipstick hier jetzt in der Farbe Andorra. Das ist der, den ich trage. Also ich trage ja sowieso alle Produkte gerade in meinem Gesicht. Ihr sehen könnt die Farbe. Das ist einfach genau mein Ding. Es ist so ein schöner Mauve-Ton, total schön, auch für den Alltag geeignet, aber auch für abends. Und die Pigmentierung ist super gut. Man geht einmal mit dem Applikator rüber, man hat die perfekte Farbabgabe, man muss überhaupt nicht schichten oder sonst irgendwas. Und es sieht einfach perfekt aus. Der trocknet wirklich sehr, sehr stark runter. Also ich glaube, für sehr trockene Lippen ist der wahrscheinlich eher nichts. Aber der hält wirklich den ganzen Tag. Also ich muss den wirklich einmal auftragen, komme abends heim und er sieht eigentlich immer noch so aus, außer ich esse irgendwas Fettiges oder so, ganz klar. Aber auf den kann ich mich verlassen. Der verschmiert nicht, der stempelt nicht ab. Ich kann meinem Mann einen Kuss geben, ohne dass er dann sagt, was hast denn du da schon wieder auf den Lippen? Also der ist wirklich einfach perfekt. Das ist der perfekte Liquid Lipstick. Kommen wir zur Kategorie Fixing Spray. Und da habe ich mir von Maybelline das Superstay 24 Stunden Setting Spray ausgesucht. Aus dem Grund, weil es wirklich von der Leistung her einfach perfekt ist. Also gerade auch, wenn ich möchte, dass mein Make-up super, super lange hält, dann nehme ich immer dieses hier, weil ich mich darauf verlassen kann, dass es mein Make-up super zusammenbringt, aber das Make-up wirklich auch länger haltbar macht. Also das ist, fühlt sich aber dementsprechend auch sehr, sehr trocken an. Also das ist so ein richtiges, so ein Fixierspray, wo du denkst, okay, das ist jetzt wirklich fest alles, aber man kann sich wirklich drauf verlassen. Der hat wirklich einen super Sprühkopf, der nicht verklebt oder nicht zu grob ist, sondern der sprüht wirklich einen ganz, ganz schönen, feinen Nebel und das ist einfach perfekt. Ich habe da einen Augenbrauenstift, den ich sehr, sehr gerne verwende und den ich auch aus der Kategorie deswegen auch wählen würde. Den habe ich jetzt gerade nicht da, weil er leer gegangen ist und ich habe vergessen, den nachzukaufen, weil ich noch ein paar andere zu Hause habe. Aber ich werde euch mal hier ein Foto einblenden. Und zwar ist es von Maybelline der Micro Brow Precise Pencil oder sowas. Mit dem bin ich auch super, super zufrieden, weil der wirklich auch mithalten kann mit dem Benefit Augenbrauenstift zum Beispiel. Also ich finde, dass der Benefit Augenbrauenstift nicht viel besser ist als der von Maybelline. Der hat wirklich eine super schöne Spitze, der lässt sich super schön auftragen, man kann super schöne feine Linien zeichnen, Pigmentierung ist gut. Der ist nicht zu fest, nicht zu weich, nicht zu wachsig, sondern hat wirklich die perfekte Konsistenz, ohne dass es irgendwie verschmiert oder so. Der hat auf der einen Seite auch so ein schönes kleines Bürstchen, wo man dann immer regelmäßig durchbürsten kann. Ist vom Preis top, die Farbe ist top. Also was will man mehr von einem Augenbrauenstift? Ja, meine Lieben, das war's zum heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich habe keine Kategorie vergessen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu meinen Favoriten sozusagen sagt und welche ihr selber gewählt hättet. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen. Ich hoffe natürlich, ihr schaltet beim nächsten Video auch wieder rein. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Zeit. Bis bald!